Kapitel 3.4 Geboren als Muslim. Diejenigen, die den Vorteil hatten, in einer muslimischen Familie geboren worden zu sein, müssen sich darüber im Klaren sein, dass all diesen Muslimen nicht automatisch das Paradies garantiert ist. Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, warnte uns davor, dass ein großer Teil der muslimischen Nation den Juden und Christen folgen wird. Sie werden ihnen so dicht auf den Fersen folgen, dass sie, verkröchen sich jene in das Loch einer Eidechse, ihnen selbst dorthin nachkriechen würden. Und er sagte auch, dass vor dem Anbruch des jüngsten Tages einige Muslime Götzen anbeten werden. All diese Leute werden muslimische Namen tragen und sich für Muslime halten. Aber am Tage des Gerichts wird ihnen das wenig nützen. Heutzutage gibt es überall auf der Welt Muslime, die zu den Toten beten, Mausoleen bauen und Masjids über Gräbern errichten. Ja, sie vollziehen sogar Riten des Gottesdienstes um sie herum. Manche behaupten, Muslime zu sein und beten zugleich Ali als Allah an. Andere haben den Koran in einen Glücksbringer verwandelt, den sie am Hals, im Auto oder als Schlüsselanhänger tragen. Wer in eine muslimische Umgebung hineingeboren wird und blind all dem folgt, was seine Eltern tun und glauben, muss davon ablassen und sollte darüber nachdenken, ob es ein Zufall ist, dass er ein Muslim ist oder eine Entscheidung. Ist der Islam das, was die Eltern, der Stamm, das Land oder die Nation praktiziert oder praktizierte, oder ist es das, was der Koran lehrt und was der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, und seine Gefährten taten?